Guten Morgen, ich begrüße euch herzlich zur heutigen Vorlesung. Wir machen weiter mit dem Thema Greifen, und zwar unbekannten Objekten. Damit haben wir das letzte Mal angefangen und haben gesehen, dass wir hier zwei Kategorien von Methoden unterscheiden, also solche, die auf sogenannten Low-Level-Features basieren und solche, die auf dem Versuch, die Form eines Objekts zu approximieren, weil die Form natürlich für das Greifen ein sehr entscheidender Merkmal, wo man beispielsweise mit Greifplaner und ähnliches Greifhypothesen erzeugen kann. Wir haben zwei Beispiele, einmal hier für die Approximation mit Hilfe von Superquadriken von Objekten, die man visuell hier segmentiert hat. Und dann haben wir eine weitere Methode, wie man diese Approximation der Form basierend auf 3D-Punktwolken macht. Und das will ich anhand von einem speziellen Verfahren hier genauer erklären. Das ist ein bisschen zu hell hier, oder? Und zwar, wie kann man die Form von einem Objekt, vervollständigen, also Shape Completion, unter Berücksichtigung, also nicht so einfach wildrum versuchen, irgendwelche Formen zu vervollständigen, indem man Formprimitiven rein versucht reinzufitten, sondern dass man ja andere Konzepte mal nimmt, speziell Symmetrie. Ja, also viele Objekte oder fast alle Objekte, die wir kennen, die haben ja irgendeine Symmetrieebene. Und deshalb wäre interessant, wenn man, oder ist es sehr nützlich, wenn man die Symmetrieebene von einem Objekt oder Hypothesen zur Symmetrieebene von einem unbekannten Objekt in der Szene detektieren oder bestimmen kann. Und wenn ich die Symmetrieebene weiß, dann, naja, dann habe ich fast doppelt so viel Information über das Objekt, indem ich im einfachsten Fall die Punkte, die ich gerade sehe, zum Beispiel die Vorderseite von dem Objekt oder die Seite von dem Objekt aus der Blickrichtung spiegele bezüglich dieser Symmetrieebene. Und das ist eine Arbeit von 2011. Ja, da sieht man hier, dass man jeden Punkt hier nimmt und dann spiegelt. Also die blauen Punkte hier sind die Punkte, die man wahrnimmt, zum Beispiel mit der Kamera, und die roten Punkte sind die gespiegelten Punkte. Und auf die Art und Weise bekommt man, wie man sieht, hier eine Vervollständigung von dem Objekt. Was bei diesem Verfahren damals, also 2011, noch offen war, ist, dass man annimmt oder eine der Einschränkungen annimmt, dass zum Beispiel die Symmetrieebene senkrecht auf der horizontalen Ebene liegt. Da sieht man hier ein Beispiel, also wo diese Methode tatsächlich benutzt wurde, um Griffe auf Objekten. Das ist ja nach wie vor oder damals nur Stereo Vision. Da bekommt man also eine 3D-Punktwolke von Stereo Vision von der aktuellen Perspektive. Und man weiß, okay, das Objekt liegt auf einer horizontalen Oberfläche. Das heißt, man bestimmt hier eine Symmetrieebene und spiegelt mal die Punkte bezüglich dieser Symmetrieebene, so dass man ein fast vollständiges Modell, wie man sieht hier, von dem Objekt. Und wenn wir solche kompletten Modelle haben, also Mesh-Rekonstruktionen basierend auf der Shape Completion, dann können wir natürlich solche Griffe hier bestimmen, zum Beispiel mit einem der Greifsimulatoren, die wir kennen oder die uns zur Verfügung stehen. Wir haben dieses Verfahren, also bei mir in der Gruppe, ein bisschen erweitert. Und zwar die Limitation ist hier, dass dieses Verfahren tatsächlich annimmt, dass die Symmetrieebene oder dass die Ebene, auf der das Objekt liegt, ist horizontal, das ist der Tisch, und natürlich die Symmetrieebene, die ist senkrecht drauf. Aber wir wissen ja, Objekte können ja beliebig im Raum liegen. Also die können ja einfach aufeinander liegen, und diese Annahme ist natürlich eine sehr starke Annahme. Deshalb haben wir 2014 und 2016 hier, also von 14 bis 16, daran gearbeitet, wie wir diese Annahmen so ein bisschen relaxen. Ja, das heißt, wir wollen nicht annehmen, dass diese Symmetrieebene horizontal ist, sondern wir wollen nicht annehmen, dass die Support oder die unterstützende Ebene horizontal ist, sondern wir wollen die
Kontextinformationen nutzen, um diese Support-Ebene, also Unterstützungsebene, wo das Objekt drauf liegt, worauf das Objekt liegt, beliebig im Raum sein kann. So, und außerdem, außerdem gibt es ja ein paar Feinheiten, zum Beispiel die untere Seite von dem Objekt, die Ränder von dem Objekt, mit denen man vielleicht auf eine bessere Art und Weise umgehen kann. So, das heißt, was wir hier machen, wie es hier auf der Folie geschrieben ist, man projiziert jetzt das die Seiten des Objekts, ja, in das Kamerabild und dividiert man dieses Kamerabild in horizontalen Segmenten, findet man die Minima und Maxima der Punkte in der horizontalen Richtung und verbindet diese Punkte miteinander. Und für die untere Seite von Objekten natürlich nutzt man die Information über die Support-Ebene, ja, also über die Unterstützungsebene, weil eigentlich die untere Seite von Objekt ist nichts anderes als der Schnitt von dieser 3D-Punktwolke mit dieser Support-Ebene, ja, egal wie die Support-Ebene im Raum liegt. So, das heißt Symmetrieannahme, also Annahme, das Verfahren basiert darauf, dass wir die Symmetrieannahme natürlich verwenden. Das ist eine ganz tolle Sache und Eigenschaft, die zutrifft für alle Objekte, die wir so kennen. Plus Kontaktinformationen über die Szene. Also was gibt es noch drumherum eigentlich? Also nicht nur das Objekt betrachten, sondern die gesamte Szene. Und wie man sieht hier anhand von diesen Illustrationen oder von diesem Bild, man weiß eigentlich, wie das Objekt hier liegt. Oder wenn ich jetzt hier eine Shape Completion oder Formvervollständigung machen will, dann weiß ich, dass die Ebene vielleicht um so viel und so viel Grad schief liegt und so weiter und so fort. Das heißt, was wir machen, wir schätzen zunächst mal potenzielle Support-Ebenen, auf denen das Objekt liegt, also bevor jetzt eine Symmetrie-Ebene bestimmen, also wie liegt das Objekt im Raum, ist nicht eine horizontale Fläche oder Ebene, sondern irgendwie beliebig im Raum, und zwar basierend auf die benachbarten Punkte um das segmentierte Objekt, also basierend wirklich auf diese Kontextinformation oder die Information in der Umgebung hier. Und dann suchen wir für die beste Symmetrie-Ebene, die senkrecht auf diese Support-Ebene liegt. Und wenn man das macht, dann, das Verfahren ist natürlich trivial, also man spiegelt die Punkte, die man gerade sieht, um die Symmetrie-Ebene. Und man kann natürlich diese Punkte, oder wir haben diese Punkte bewertet im Hinblick auf irgendwelchen Sichtbarkeitskriterien. Also wie gut sind sie eigentlich aus dieser Perspektive sichtbar? Also wie gut sollen wir denen trauen bzw. nicht trauen, dass sie zum Objekt gehören? Und wenn man das hier macht, dann bekommt man sowas. Also man sieht hier nochmal dargestellt, natürlich für eine horizontale Support-Ebene, aber die kann ja beliebig sein. Dann bestimmt man diese senkrechte Symmetrie-Ebene. Das ist, was man nimmt von der Kamera. Und natürlich, wenn die Kamera hier ist, dann kann man jetzt so ein Rating oder eine Bewertung machen, dass die Punkte, die hier unten sind, nicht so besonders toll sind, ja, weil vielleicht sie nicht gut wahrgenommen sind aus dieser Perspektive der Kamera. Und dann spiegelt die Punkte hier. Und wenn man diese Punkte hier spiegelt, dann sieht man, dass die gespiegelten Punkte hier aussehen. Natürlich hier hat man noch ein paar Probleme. Die Punkte müssen ja irgendwie bereinigt werden. Die Punkte kriegt man hier auch, aber muss man auch irgendwie zum Objekt hinzufügen. Und wenn man das alles macht, dann wenn man bestimmte Strategien hier realisiert, dann bekommt man solche Vervollständigung von der Objektform. Das ist die anfängliche Punktwolke aus einer Perspektive. Die grünen Punkte sind die Punkte, die wir direkt gespiegelt haben bezüglich der Symmetrieachse, und der untere Part, also der Bottom von dem Objekt, das ist der Schnitt von dieser Punktwolke mit der Support-Ebene.
Und natürlich die Kanten hier, also man verbindet hier Linien, also gerade Linien von der Vorderseite zur Rückseite von dem Objekt. Das sind diese dunklen blauen Linien, die man hier sieht. Und das gesamte oder die gesamte Form von dem Objekt, die man hier kriegt, sieht so aus. Natürlich kostet das Ganze ein bisschen Zeit. Rechenpower hat man natürlich, aber nicht auf jedem Roboter. Also das heißt, man muss deshalb hier zum Beispiel schauen, wie gut wird meine Vervollständigung sein, wenn ich so viel und so viel Zeit habe. Das ist, was das Diagramm hier uns gibt. Und zwar die Differenz zwischen Modell und Objekt, ja. Man sieht hier, das sind ungefähr 15 mm, also 1,5 cm, beziehungsweise unter 10 mm hier, wenn man 100 Millisekunden rechnet. Und man sieht hier erste Ergebnisse oder Ergebnisse von dieser Vervollständigung von dem Objekt, wo man dann basierend auf dieser Vervollständigung oder auf die Mesh, die man dann bekommt, solche Griffe mit der Fünffingerhand hier erzeugen kann. Gut, so viel dazu. Das heißt, es gibt natürlich viele Tricks und Methoden, gerade jetzt heute zutage, wo man jetzt RGBD-Kameras, also Tiefenkameras, die hochauflösende Punktwolken liefern. Das Ganze hier war ja basierend auf Stereo Vision, also die Punktwolken hat man ja über Stereo Vision berechnet und nicht direkt von einer RGBD-Kamera. Da kann man natürlich noch bessere oder genauere Formvervollständigungen von Objekten erreichen. Der nächste Punkt hier ist diese Low-Level-Features. Und wohlgemerkt, bis jetzt betrachten wir das Ganze als ein Grasping-Problem, als ob es jetzt kein Deep Learning gibt. Und das ist auch gut so, weil man sollte eigentlich auch, wenn irgendwelche Ansätze des Deep Learnings verwendet, um Griffe auf Objekte zu bestimmen, wie wir gleich sehen werden, sollte man die Konzepte und die Grundlagen eigentlich verstehen. Die zweite Variante von den Verfahren sind Verfahren, die Low-Level-Features, also zum Beispiel hier irgendwelche Punkte, Kanten, benachbarte, gruppierte Punkte und ähnliches im Raum, die können 2- oder 3D-Merkmale sein und mithilfe von diesen Merkmalen soll man Greifhypothesen generieren und diese Greifhypothesen dann bewerten, ausführen und glücklich sein. Was macht man da? Der erste Schritt ist ein Image Processing Step Schritt. Das heißt wirklich die Durchführung von grundlegenden Operationen an den Bildern. Das Ganze ist jetzt natürlich hier vor Bildern, das kann man genauso vor haptische Daten, wenn man die Daten durch Exploration bekommt. Das heißt zum Beispiel Kantendetektion, Segmente von Flächendetektion. Und im nächsten Schritt führt man eine Abstraktion dieser Elemente. Ja? Das heißt, man kann vielleicht irgendwelche Teile von Kanten zusammenfügen zu größeren, längeren Kanten, beziehungsweise so kleine Surfaces zu einer großen Teil von einer Fläche. Und im dritten Schritt macht man eine eigentlich Greifplanung basierend auf der extrahierten Geometrie. Also wir haben sehr elementare Elemente hier aus dem Bild. Diese Elemente, die werden ein bisschen abstrahiert hier, vielleicht kombiniert, zusammengefügt. Und im dritten Schritt kann man tatsächlich so eine Art Generierung von Griffen basierend auf diesen Elementen. Seien das jetzt 2D-Elemente wie Kanten oder 3D-Elemente wie Flächen sein. Also deshalb Edge-Based oder Surface-Based. Und ich habe hier zwei Methoden ausgewählt. Das sind vielleicht die ersten Methoden, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Speziell hier diese Methode von dem Early Cognitive Vision System, also Early Cognitive Vision Based Elementary Grasping Actions, das heißt Greifaktionen, die aus diesem Early Cognitive Vision System von Norbert Kruger aus der Southern University in Dänemark, mit dem wir in dem PACO Plus Projekt hier an dem Thema gearbeitet haben. Und dann ein weiteres Paper hier,
der praktisch greifbare konvexe Segmente bzw. Randsegmente von irgendeiner Entität in der Szene bestimmt. Ich habe sie hier repräsentativ, weil sie erklären genau die Vorgehensweise der Generierung von Greifhypothesen auf Objekten basierend auf Low-Level-Features, also ohne Modelle, ohne Shape-Completion und so weiter und so fort. Und ich werde dieses Verfahren hier, also dieses Early Elementary Grasping Actions, EGA oder EGA, hier ein bisschen genauer mit euch erklären. Wie funktioniert das Ganze? Das ist so ein hierarchisches System. Das heißt, wir nehmen Kamerabilder. Wir nehmen Kamerabilder hier. Und wie man sieht, hier diese Kamerabilder, natürlich das Ganze hier Stereo Vision basiert, damit man hier diese zum Beispiel Distanzinformation bekommt. Und im ersten Schritt, wie wir sehen, hier extrahieren wir irgendwelche Elemente in der Szene. Ja, also wir extrahieren beispielsweise Linienelemente. Ja, und diese Linienelemente, die werden zusammengefügt hier zu größeren. Das sind die drei Schritte. Also wir abstrahieren diese Elemente, damit wir später sowas hier bekommen. Und dann können wir sagen, oh, okay, ich habe jetzt diese Formen, diese Linien, und man kann es mit gesundem menschlichem Verstand jetzt, kann man eine Greifhypothese generieren und sagen, oh, diese Linien sind parallel zueinander, da kann ich mal versuchen, zum Beispiel mit meiner Hand von oben ranzugehen, um das Objekt zu greifen. Genauso macht man das flächenbasiert, also ich nehme irgendwelche Patches hier, zum Beispiel die gleiche Form haben, vielleicht die gleiche Farbe haben und in der direkten Nachbarschaft zueinander. Ich abstrahiere ein bisschen und dann generiere aus diesen kleinen Flächen hier oder Flächenelemente hier größere Elemente. Und wenn ich das hier alles als Ganzes nochmal einen Schritt nach oben gehe, dann habe ich zum Beispiel hier eine Fläche und vielleicht auf der anderen Seite schlecht, weil wir haben das Objekt nicht gedreht. Aber hier eine Fläche, die vielleicht groß genug ist, um die Finger dorthin zu tun, mit der Hoffnung, dass auf der gegenüberliegenden Seite von dem Objekt genauso die gleiche Fläche existiert, weil das Objekt vielleicht symmetrisch ist. Ja? Es sind ja Greifhypothesen, die müssen nicht klappen, der Griff muss nicht klappen, aber man ist glücklich mit jeder Hypothese oder jeder Information, die man aus dem Bild bekommt. Und da sieht man hier, nochmal ein bisschen veranschaulicht, wie das Ganze hier funktioniert. Das heißt, die Kriterien, die man nutzt hier, also auf der untersten Ebene, das sind irgendwelche Filteroperationen, die ganzen Low-Level-Operationen, die man auf Bilder ausführt, Kantendetektion und so weiter und so fort. Aber die Abstraktion nach oben, da braucht man irgendwelche Kriterien. Und die Kriterien sind zum Beispiel die Nähe von zwei Elementen zueinander. Zum Beispiel, dass die zwei Elemente kollinear zueinander sind. Ja, die zwei Kantenteile oder Kantenelemente kollinear zueinander sind. Oder co-zirkular, also haben die gleiche Krümmung oder ähnliche Krümmung. Haben die gleiche Form. Ja? Auf der anderen, wenn man das hat, dann hat man 2D-Liniensegmente. Diese 2D-Liniensegmente können zu 3D-Liniensegmente, also Liniensegmente im dreidimensionalen Raum, also vom Bild-Image in den dreidimensionalen Raum. Und dann haben wir ein 3D-Kontur von dem Objekt. Ja, das ist nichts Weltbewegendes. Auf der anderen Seite hier, wenn wir Flächenelemente mal betrachten, dann ist zum Beispiel Farbe interessant. Ja? Das heißt, Regionen oder Flächenelemente, die gleiche Farbe haben, die gehören zusammen und die kann man abstrahieren. Also es sind so ein paar Grüppchen von Pixel, die gleiche Farbe haben und nebendran auch nochmal ein kleines Grüppchen von Pixel, die auch ähnliche oder die gleiche Farbe haben. Deshalb kann man das zusammenfassen. Die liegen natürlich nebeneinander oder sind ähnlich orientiert zueinander. Das heißt, man hat sogenannte 2D-Textlets, nennt man das. Das sind diese 2D-Textlets. Also in C3 und natürlich braucht man sie in 3D, also deren Position im dreidimensionalen Raum. Das wiederum mit Stereo Vision, wie wir wissen, wie man das macht. Und wenn man sie hier
nochmal zusammenfasst, wie man sieht hier diese Bereiche beispielsweise, die die gleiche Farbe haben, die gleiche Orientierung oder Position, daraus entsteht sowas wie das hier. Das nennt man oder nennen die Autoren hier in dem Paper 3D Surflinks. Ja, also es ist noch nicht eine ganze Fläche, ja, sondern ein Surfling, ein Fläschchen sozusagen. Ja. Genau, und basierend daraus kann man tatsächlich so eine Szene nehmen, und man sieht hier diese Szene, die ist ziemlich schlimm eigentlich für ein Stereokamerasystem. Natürlich, wir haben keine Merkmale hier, also keine Textur. Deshalb hier sieht man die Stereorekonstruktion, wie das Ganze funktioniert, und sieht man hier, welche Punkte in dieser Szenenrekonstruktion, Stereorekonstruktion durch welches Kriterium entstanden sind. Also die Nähe zueinander, die Co-Colarity, also die gleiche Farbe von Punkten. Man sieht hier natürlich, der Punkt hier und der Punkt hier sind gleichfarbig, beziehungsweise die Ecke hier ist identisch, hat die identische Farbe wie die Vorderseite vom Eimer, beziehungsweise die Koplanarität, ja, also zum Beispiel Elemente, die parallel oder koplanar zueinander sind. Natürlich, die Kante hier ist koplanar zu der Kante hier, aber die hilft mir ja, diese Information gar nicht zum Greifen, aber wir wissen ja nichts. Wir wissen, der Roboter weiß nicht, dass es ein Eimer ist, der dort steht, und da muss man zunächst mal verstehen eigentlich, was ist da und wie kann ich halt an diesen Elementen, die ich gerade sehe, wie kann ich sie eventuell greifen. So, aber das Prinzip habt ihr verstanden, hoffe ich. Ja, jetzt wollen wir schauen, wie man Griffe generiert, und das sind elementare Greifaktionen, die man hier basierend auf diesen Repräsentationen generieren kann, und man sieht hier einige Beispiele. Zum Beispiel kantenbasierte elementare Greifaktionen E2, EGA1, und das ist der gleich, also E2 ist der die Kante, E2, ja, Kantenpaar, sag ich mal so, diese zwei Kanten hier, die man sieht, ja, die roten Linien, die wir auf die gleiche Art und Weise bestimmt haben, die kann ich nutzen, um zum Beispiel dieses Objekt auf diese Art und Weise mit einem Backengreifer zu greifen. Ja, also das ist nur ein Zweifingergreifer, wie man sieht, keine humanoide Hand. Beziehungsweise ich kann eine dieser Kanten greifen, nutzen, um so eine Greifhypothese zu generieren. Das sind noch Hypothesen, die validiert werden müssen, ob sie wirklich zum Erfolg führen oder nicht. Oder ich kann eigentlich diese Art von Griff auswählen, unter der Annahme natürlich, dass die Seite hier vom Objekt hohl ist. Ja? Aber man sieht hier, basierend auf diese Pari von Objekten, von Konturen, also letztendlich Kanten, kann man hier solche Greifhypothesen erzeugen. Auf der gleichen Art und Weise kann man flächenbasierte Greifaktionen generieren, und zwar, das ist, was man da hier bekommen hat, muss man hier schauen, wo sind hier irgendwelche Rand-Surflinks, ja, und diese Rand-Surflinks, wie sind sie zum Beispiel orientiert, wo ist ein potenzieller Kontaktpunkt hier auf dem, das sind alle zum Beispiel die Punkte hier, potenzielle Kontaktpunkte auf diesen Surflinks. Und wenn ich das habe, dann weiß ich eigentlich, wie ich mit meinem Greifer, also das ist der Greifer, das sind die zwei Backen, ist ein bisschen ungeschickt, dass es mit der gleichen Farbe hier dargestellt ist, aber das ist so ein Griff zum Beispiel auf diesem Surflink hier und das andere gegenüberliegende. Und das sind hier, das ist hier eine Illustration oder Visualisierung von diesen flächenbasierten elementaren Greifaktionen. Das heißt, wenn ich hier dieses Element, dieses Surfling oder eine Menge von Surflings oben habe, dann kann ich sie natürlich auf die Art und Weise greifen. Und sieht man hier, das ist so das Korrespondenz zu diesem kantenbasierten Griff, was wir auch vorher gesehen haben. Beziehungsweise hier sogar mit einem Dreifingergriff kann ich das hier realisieren. Also das Element hier oder Index hier bezieht sich auf die Anzahl der Finger von einer Hand, die verwendet wird, um die Objekte zu greifen, aber lasst euch dadurch nicht irritieren. Beziehungsweise der Griff hier, das war genau der kantenbasierte
Greifaktion auf diese Kante hier, aber das ist ja identisch eigentlich mit diesem flächenbasierten Griff auf diese obere Fläche hier von dem Objekt. So, genau, also was man hier macht, natürlich Geometrieanalyse, was sind die Randbedingungen, die Kontaktkombinationen, zum Beispiel sind zwei Flächen oder Surflinks parallel zueinander, weit weg entfernt voneinander, weil wenn ich zwei solche Flächen oder Flächenelemente bekomme und ich habe einen Greifer, der nur so viel oder so weit aufgeht, dann sind sie für mich auch uninteressant. Also ich muss solche Surflinks finden, die gegenseitig sichtbar sind, sagen wir mal so, also die gegenüberliegen, ein bisschen parallel zueinander, wenn ich so einen Parallelgreifer habe und die nicht weit weg entfernt voneinander sind im Vergleich zu der maximalen Öffnung von dem Greifer. Koplanar und, also das heißt, und nicht weit weg voneinander, sowas, aber sowas, die sind auch parallel und nicht weit weg voneinander, also in dieser Richtung, aber die sind keine Kandidaten für einen Griff, ja, weil die eine ist hier und die andere ist hier und es sei denn, ich generiere Griffe für einen Sauggreifer, dann reicht nur eine Fläche in dem Fall. Genau, das Ganze sieht man hier anhand von ein paar Beispielen. Nach wie vor von der gleichen Gruppe, also Norbert Kruger von Dänemark im Rahmen von dem Parco Plus Projekt. Und das ist vielleicht das erste System, was ich kenne, was tatsächlich Griffe auf unbekannten Objekten erzeugen kann. Und da sieht man hier nochmal das Verfahren mit einem Backengreifer hier auf einem Industrieroboter. Das sind Objekte, die alle unbekannt sind. Und da sieht man hier, wie das Ganze visualisiert wird. Das ist linkes und rechtes Bild. So sieht die Repräsentation von der Szene aus. Natürlich wird das irgendwo im Speicher gespeichert, weil gute Griffe wollen wir uns merken für die Zukunft, ja, also im sogenannten Episodic Memory. Und da sieht man hier, basierend auf das, was wir gerade gesehen haben in den Folien, solche Griffe, die der Roboter erzeugt, ja. Genau, das ist wiederum hier, also das ist nicht so, dass man jetzt ein Modell von der Szene hat oder von den Objekten. Das ist also wiederum so ein EGA3-Griff, wie man sieht hier. Ist nicht erfolgreich, hat man vielleicht gesehen. Deshalb wird das auch, wenn man das in diesem Speicher oder in diesem Episodic Memory abspeichert, als nicht erfolgreich hier, Failure gekennzeichnet, ja. Das heißt, diese Hypothese, die hat nicht zum Erfolg geführt. Und weil es so schön ist, lasse ich mal das Video laufen bis zum Ende, ja, damit man sieht. Davon kann man eigentlich viel lernen, gerade jetzt, wo man auch vieles machen kann mit fortgeschrittenen Methoden, mit neuer Sensorik. Man kann natürlich auch hier weitere Modalitäten in diesen Greifprozess mit einfügen, zum Beispiel die Kraftinformation, die der Greifer oder der Roboterarm wahrnimmt bei der Ausführung der Aktionen. Und das war so der Anfang auf der einen Seite, wie man tatsächlich so unbekannte Objekte greift, auf der anderen Seite, um Daten zu generieren, mit denen man lernt. Ja, Daten tatsächlich im sensomotorischen Raum des Roboters, also wo man beispielsweise anhand von dieser Bewertung erfolgreich, nicht erfolgreich, das sind ja hervorragende Bedienungen, um zum Beispiel Reinforcement Learning Ansätze hier zu untersuchen, um diese Fehler bei der Ausführung von den Griffen mit der Zeit zu eliminieren. Genau, das ist natürlich so ein Szenario, wovon jeder träumt, also so Objekte, über die ich überhaupt keine Informationen habe, keine Modelle, nichts, und ich bin in der Lage, alle zu greifen und in diese Kiste reinzutun. Und wenn das Video zu Ende geht, ja, das ist tatsächlich, wie es gelaufen ist, also es ist nicht so getrickst und so, aber das ist, was man sieht hier. Und natürlich, manche Objekte wird man nicht so einfach greifen können, ja, hängt, natürlich ist das sehr objektspezifisch und greiferspezifisch, ja, wenn der Greifer anders ist, dann wäre das wahrscheinlich schneller,
gegangen. Das sind auch irgendwelche Griffe hier am Griff und man sieht hier, das letzte Objekt kann der Roboter oder konnte der Roboter hier nicht greifen. Genau, wie ich das erwähnt habe, wir haben in dem Paco Plus Projekt, was wir hier in Karlsruhe koordiniert haben, zusammen mit dieser Gruppe gearbeitet. Und der nächste Schritt war natürlich die Übertragung von diesen Griffen vor einen Zweifinger, vor einen Backengreifer hier auf die humanoide Hand von Arma 3. Das sind natürlich Videos in der Küche, wo wir Objekte haben, die wir normalerweise greifen können, aber mit Modellinformationen. Hier sind Objekte, für die wir keine Modelle haben und wo wir tatsächlich basierend auf diese Ideen, die wir gerade auf dem System hier, Early Cognitive Vision, Elementary Grasping Actions hier, in der Lage sind, Griffe auf diese Objekte mit der Fünffingerhand zu erzeugen. Das war erstaunlich gut, dass wir eine Erfolgsrate von 30-40%, das war glaube ich 2009, also es ist 10 Jahre her, und man sieht hier nicht nur irgendwelche Griffe, die von oben und von der Seite, sondern auch solche Griffe am Rand von Objekten. Und natürlich der Grund für diesen Erfolg hier, dass wir diese Griffe, die man erzeugt, das ist zum Beispiel die Brotbox oder Container oder wie man das nennt, dass diese Griffe, die wir erzeugen, so mit Bewegungsplanung, also mit Robotikmethoden eigentlich so verfeinern, bewerten und nur solche ausführen, die erfolgsversprechend sind aus der Bewegungsplanungssicht. Ja. Das heißt, wir können viele Hypothesen hier ablehnen, dann reduzieren wir die Anzahl der Hypothesen, die Anzahl der Tests, die durchgeführt werden müssen, um den Griff auszuführen. Genau, und dann der Erfolg, ob der Objekt gegriffen ist oder nicht, wurde bewertet anhand von dieser Kraftinformation, die man mit dem 6D-Kraftmomentensensor im Handgelenk hier hat. Genau, das wollte ich hier als Beispiel. Eigentlich ist es ein Musterbeispiel für das Greifen von unbekannten Objekten basierend auf Low-Level-Features. Ja. Das ist aber, wie gesagt, jetzt das Problem ist nicht gelöst, sondern man muss immer wieder das System hier und die Erfolgsrate ist auch nicht so toll, wie man sieht, aber trotzdem auf einem humanoiden Roboter 10 Jahre, also 2009, ist schon eine Errungenschaft. Das zweite Verfahren habe ich der Vollständigkeit halber hier auf den Folien gelassen von Aller et al. Da will ich ja nicht drauf eingehen, aber im Prinzip ähnlich, ja, wo man vielleicht andere Algorithmen verwendet, zum Beispiel RANSIC, um Flächen, Ebenen und so weiter und so fort im Bild zu finden oder Farbinformationen, aber im Allgemeinen ist es ähnlich zu dem, was wir gesehen haben und inzwischen gibt es natürlich weitere Methoden, die sich mit dem Thema beschäftigen, aber unter dem Gesichtspunkt datengetrieben bzw. unter Verwendung von tiefen neuronalen Netzen. Und wenn man das macht, dann braucht man eigentlich Wissen, weil diese tiefen neuronalen Netze, die können nicht zaubern. Ja? Also eigentlich tiefe neuronale Netze, man muss das Problem für sie als Mensch zunächst mal lösen. Ja? Und wenn wir das Problem gelöst haben, speichern wir alle diese Daten, die wir gesammelt haben beim Lösen des Problems. Und dann das Netz lernt für uns ein Modell, was vielleicht das, was wir, also was unsere Lösung eigentlich repräsentiert. So, das heißt, was man heute macht, ist, man macht Greifen von unbekannten Objekten datengetrieben. Und für datengetriebenes Greifen braucht man natürlich Trainingdaten, also wie jedes Lernverfahren eigentlich. Und die Frage ist, wie kommt man an diesen Trainingdaten? Also wir wollen jetzt nicht diese Methoden verwenden, sondern wir wollen vielleicht ein tiefes neuronales Netz verwenden, damit es uns sofort sagt, hier diese Szene,
Das ist ein Objektkandidat und das ist ein Griff auf diesem Objektkandidat. Sofort. Und vielleicht ist der beste Griff auf diesem Objektkandidat. Nicht eine Menge von Hypothesen, sondern wirklich der beste. Und die Frage ist, was man hierzu braucht. Natürlich, wir müssen diese Netze trainieren. Also ich nehme jetzt gerade an, dass ihr wisst so ein bisschen, was tiefes, also Deep Learning ist und dass man viele, viele Layers hat in einer Netzstruktur und dass man viele annotierte Daten braucht, damit das Netz etwas lernen kann. Ja? Sei es Klassifikation von Katzen und Fahrrädern und Fußgängern in Bildern oder Äpfel und Bananen oder sei es jetzt hier die Bestimmung von irgendwelchen Griffen auf Objekten, für die wir kein Objektwissen haben. So, wie generieren wir diese Daten? Weiß jemand, wie man so diese Daten in diesem Kontext generieren kann? Der erste Punkt steht ja auf der Folie, also zum Beispiel durch Demonstration, dass wir den Menschen haben und der Mensch führt Bewegungen aus auf Objekte. Ja. Wir haben ja inzwischen, Gott sei Dank, zwei Object Databases, einmal Yale Columbia CMU Object Database und einmal die KIT Object Database, wo wir wirklich Modelle von den Objekten haben, aber auch Sätze von den Objekten haben, mit denen viele Leute in der wissenschaftlichen Community arbeiten. Also die KIT Object Database hat über 200 Modelle von alltäglichen Objekten, Werkzeuge und so weiter und so fort, ist jedem verfügbar, jedem zugänglich, und die Yale Columbia CMU Database, YCB Object Model Set, die hat nicht nur die Modelle, sondern auch die physikalischen Objekte. Also wie hier in Karlsruhe haben wir also eine Kiste bekommen mit diesen YCB Objects, mit denen wir experimentieren. Und das ist natürlich sehr gut, weil da können Leute, die im Bereich Greifen arbeiten, ihre Ergebnisse vergleichen, indem man mindestens die gleichen Objekte nimmt. Ja. So, und wenn man jetzt diese Objekte hat, ja, haben wir, glaube ich, gesehen in einer der Vorlesungen, dann kann ein Mensch hingehen mit einem Datenhandschuh und kann die Objekte greifen, ja, und wir speichern die Bilder und Griffe. Ja, also das sind immer wahrscheinlich die besten Griffe. Wenn ein Mensch einen Griff ausführt, dann ist es selten, dass man einen schlechten Griff auswählt. Es sei denn, man hat nicht erwartet, dass das Objekt beispielsweise nicht beweglich oder so. Keine Ahnung. So, aber das ist natürlich ein sehr vielversprechender Ansatz, um Daten für das Training zu lernen. Wenn wir zum Beispiel unbekannte Objekte visuell greifen wollen, dann können wir, wie gesagt, die Szenen, die Objekte liegen auf dem Tisch. Ich nehme ein Bild von dieser Szene und wie der Mensch das Objekt gegriffen hat. Zum Beispiel nicht nur wie die Finger, sondern die komplette Konfiguration der Hand, indem zum Beispiel der Benutzer einen Datenhandschuh anhat. Braucht man also nur Probanden, Menschen, die tagelang hier sitzen und nur Daten generieren, ja? Und die Daten auch annotieren, ja? So, der zweite Punkt, man kann natürlich die Daten am System, also am Roboter selbst, ja, also der Roboter versucht, wie wir gesehen haben in dem Beispiel von den Elementary Grasping Actions, der Roboter versucht, basierend auf irgendwelchen initialen Hypothesen die Objekte zu greifen und sagt, erfolgreich, nicht erfolgreich, und auf die Art und Weise können wir natürlich Daten erzeugen, das heißt Trail and Error Vorgehensweise, und das heißt, die Daten, die wir nutzen, die können wir, oder die Strategien, die wir entwickeln, die können wir zum Beispiel mit Reinforcement Learning simultan während der während des Sammelns von Daten benutzen und verfeinern. Das kostet natürlich viel Zeit und da braucht man Robotersysteme, die für das Lernen, also jetzt typische neuronale Netze, tiefe neuronale Netze, die man heutzutage vielleicht trainiert, um ein paar Objekte zu greifen, keine Ahnung, brauchen zig Terabytes von Daten, also von Objekten.
Und bis jetzt ist es eigentlich kaum machbar, oder der Weg ist eigentlich nicht so ideal, weil man hat fast keine Robotersysteme, die so viel mitmachen. Ja, in der Lage sind, tatsächlich so viele Experimente zu machen, damit man nur Daten generiert. Das ist zum Beispiel das berühmte Experiment von Google, wo sie mehrere Roboter vor ein paar Jahren genommen haben, die versucht haben, Objekte von oben zu greifen und wo sie alle Daten von allen Robotern dann nachher zusammengetan haben, damit man Griffe von oben auf Objekten, also nur 2D-Griffe, also nur wirklich Griffe, die senkrecht auf der Tischebene generiert. So, deshalb ist es vielleicht nicht so optimal. Die dritte Variante, was heutzutage sehr gängig ist, dass man Daten in Simulation generiert. Und ich habe viel darüber geredet, dass dieses Greifen bekannter Objekte mit Greifsimulatoren ist total langweilig und alle Tools sind da und es gibt zig Greifplaner und Modelle jetzt von Objekten. Ja, es ist langweilig, aber auf der anderen Seite, man kann damit viele Daten generieren. Ja, also man verwendet jetzt zum Beispiel CMOX oder Grassbit als Greifsimulator mit Modellen der Objekte von der YCB Object Database oder KIT Object Database, simuliert die Griffe und speichert diese Griffe mit deren Qualitätsmetriken, also Y-Metrik oder Grass-Branching-Space und ähnliches. Man kann sogar die komplette Kinematik und Dynamik der Roboterbewegung in so einem Simulator berücksichtigen. Und man kann das Ganze nicht nur kinematisch machen, sondern komplette Dynamik. Ja, also zum Beispiel Mujoku ist so ein Simulator, was auch die Dynamik sehr gut und Kontaktmodelle hat simuliert. Und auf die Art und Weise kann man super Daten generieren. Und die Idee ist von Daten generieren in Simulation, um ein echtes Problem zu lösen, dass man mit diesen Daten tiefe neuronale Netze trainiert, die dann lernen, wie man ein Objekt dann greift. Das Problem, was man hat, dass wir keine perfekten Simulatoren haben. Ja, und das werden wir wahrscheinlich in nächster Zukunft auch nicht haben. Alleine die Kontaktinformation oder die Kontaktmodelle, ja, ist. Deshalb sind die Modelle, die man lernt hier durch ein tiefes neuronales Netz, nicht direkt übertragbar auf die Realität. Ja, das ist ein bekanntes Problem, was man Sim to Real, also Simulation to Real World Gap nennt. Aber es haben viele Gruppen in letzter Zeit gezeigt, dass man damit schon etwas erreichen kann. Kostet auch nicht so viel Zeit, muss man keine Roboter kaputt machen, muss man keine Menschen hier tagelang oder monatelang vor Daten sammeln. Das ist eigentlich die Motivation hinter dem Ganzen. Ja? Dass man in der Simulation ist sehr billig, kann beliebig viel Daten generieren. Ich brauche keinen Roboter, den ich eventuell kaputt mache, weil ich so viele Daten erzeuge. Und ich brauche keine Menschen, die nur rumsitzen und für mich Bewegungen ausführen, um Daten zu sammeln. Egal wie wir die Daten erzeugen, müssen wir natürlich diese Daten labeln. Ja? Und meistens werden diese Daten tatsächlich manuell gelabelt. Ja? Klar, man kann natürlich in Simulationen jetzt irgendwelche Tricks oder Methoden oder Techniken mal einbringen, wo man sagt, das Labeln der Daten im Hinblick auf Erfolg, Nicht-Erfolg Erfolg bzw. Misserfolg bei einem Griff stammt ja von meinem Greifsimulator, deshalb kann ich das direkt dazu nehmen, aber ich muss diese Information, ich muss noch die Bilder labeln, die ich eigentlich verwende, um das System zu trainieren. Dass das eine Banane war oder dass es die Kanne war oder dass es der Hammer war. Ja? Und das ist eine Sache, die auch Aufwand benötigt. Genau, ich will jetzt in der Rest der Zeit hier wirklich so ein bisschen das Thema mal ansprechen, behandeln eigentlich, und zwar auch wiederum die Konzepte, weil in den letzten Jahren gibt es auf Robotikkonferenzen vielleicht jedes Jahr, keine Ahnung, 300 bis 400 Papers, die immer wieder das Gleiche machen. Wir haben wiederum mit Deep Grasping, mit Deep tiefen neuronalen Netzen Griffe auf 3 Objekte erzeugt. Ja? Also deshalb muss man alles mit Vorsicht genießen.
es ist gut und schön und so weiter und so fort, aber das löst nicht das komplette Problem. Und wie ich gesagt habe, egal was wir machen hier, egal was wir machen, ob Lernen aus Beobachtung des Menschen oder Generieren von Daten in Simulation, wir lösen zunächst mal das Problem für das tiefe neuronale Netz, damit wir ein gutes Modell lernen von diesem Netz, was in der Lage ist, Griffe auf Objekte zu erzeugen. Ja? Also wir müssen das Problem lösen. Das ist keine Magie, was das Netz eigentlich letztendlich macht. Ja? So, also seine Frage war, dass man bei der Generierung von Trainingdaten die Daten augmentiert, also erweitert, nennt man das. Ja? Und seine Frage war, ob das auch hier im Kontext vom Greifen auch gemacht wird. Das wird gemacht, das werden wir gleich sehen anhand von einem Beispiel. Ja, also dass man nicht nur die Daten, die man gesammelt hat, sondern Variationen zu Domain-Randomization-Methoden, Variationen von Positionen, von Objekten, Handposi und so, beziehungsweise Bilder in dem Fall, wie er gerade beschrieben hat, damit man ja mehr generalisiert, damit das, was man lernt, besser generalisiert. So, also, deshalb will ich kurz hier, wie gesagt, gibt viel Literatur, wenn ihr im KIT-Netz seid, dann habt ihr natürlich Zugriff auf den ganzen IEEE Explore Digital Library. Und wenn ihr jetzt Grasping Unknown Objects with Deep Learning dann eintippt in Google, dann bekommt ihr unglaubliche Mengen von Publikationen, die in letzter Zeit entweder auf Konferenzen erschienen sind oder im Archive eigentlich aufgelistet oder gespeichert sind, wo das Thema genau behandelt wird. So, aber ich kann und ist auch nicht Ziel, dass wir alle diese Methoden hier erklären, sondern ich will exemplarisch anhand von einem Verfahren erklären, worum geht es hier und was könnte man oder was muss man machen, wenn man hier die Learning-Methoden für Greifen benutzen will. Genau, das heißt, wir wollen hier einmal, klar, lernen bei Demonstration, das ist ja, wo wir Training-Daten generieren, aber wir wollen jetzt Greifhypothesen generieren und diese Greifhypothesen bewerten. Dazu wollen wir den Weg hier den Weg beschreiben, wie wir Greifhypothesen oder Datensätze in Simulationen erzeugen, wie wir diese Datensätze labeln, manuell. Und ich werde dann drei unterschiedliche Vorgehensweisen hier einmal generativ, diskriminativ und die sogenannten Heatmaps, also so Wärmekarten, die man dann erstellen kann, beschreiben, die hier in Frage kommen, um diese Greifhypothesen zu generieren und zu bewerten. Da wir in Simulation arbeiten, müssen wir uns natürlich mit dem Thema Sim-to-Real, also Simulation-to-Real-Word-Gap beschäftigen. Das ist natürlich, weil die Modelle, die wir lernen in der Simulation, die Objekte, die Simulatoren nicht so perfekt. Deshalb sind die Daten, die wir erzeugen, würden nicht direkt auf dem Zielrobotersystem passen. Und da sind hier in der Literatur natürlich viele Möglichkeiten denkbar. Wie man mit dem Problem umgeht. Einmal zum Beispiel Einsatz von Reinforcement Learning, wo ein Roboter durch Probieren, wiederholtes Probieren und Interaktion mit dem Objekt sein Wissen oder seine Fähigkeiten verbessert oder seine Griffe verbessert. Das zweite Erweiterung, also Domain Randomization, wie wir gerade besprochen haben, also das heißt, dass man die Daten zum Beispiel, die man verwendet, erweitert, augmentiert, um auf Unsicherheiten, Varianzen und so weiter und so fort reagieren zu können. So, und das Dritte, wenn wir am realen System, dann wie gesagt die Verfeinerung nur über Reinforcement Learning. Okay, und dann wollen wir jetzt schauen, wie diese Greifhypothesen generiert bzw. auch bewertet werden. Und natürlich, Starting Point ist der Datensatz und jedem Eintrag in einem Datensatz um das Thema hier, also um ein neuronales Netz zu trainieren für das Greifen von einem Objekt,
könnte bestehen aus den folgenden Komponenten. Kamerabild, egal jetzt ob RGB oder RGBD, also auch Tiefeninformation, beziehungsweise es können auch Punktwolken, also Ansätze basierend auch nicht auf Kamerabilder, sondern nur auf Punktwolken sein. Dann die Handpose. Und mit der Handpose des Griffs haben wir ja gesagt, das ist der Grasp Starting Point. Ja, wir haben ja Griffe so definiert als Grasp Starting Point, also wo ist eigentlich der Tool Center Point hier, wenn wir anfangen jetzt die Hand zuzuschließen. Das ist eine 6D-Pose von dem Objekt, ja, und die ist sehr wichtig, weil was hilft mir, wenn ich hier greife und ich will diese Fläche hochheben, ja. Ich muss ja natürlich nah genug an dem Objekt sein und, das, und den richtigen Griff oder die richtige Handkonfiguration wählen. Also die Kamerabilder, die Handpose, dann die Handkonfiguration, wirklich die Gelenkwinkelstellungen der Hand, also die the grasp shape sozusagen. Dann, wenn man es hat, vielleicht die taktile Information, also wo ich gerade am Objekt gegriffen habe, wir generieren noch Daten, ja. Also zum Beispiel ein Mensch, der einen Datenhandschuh jetzt trägt und der kriegt so Szenen mit Objekten, dann haben wir die Kamerabilder und dann die unterschiedlichen Griffe, wo seine Hand war. Deshalb muss ich das Handgelenk tracken in einem Koordinatensystem, Weltkoordinatensystem, also wo meine Objekte auch sind. Und über einen Datenhandschuh kriege ich die Gelenkwinkelkonfiguration der Hand. Und wenn ich jetzt Kontaktinformationen habe, ich hatte auch nicht, ja. Und dann eine Bewertung von dem Score von dem Griff, ja. Also wie gut ist dieser Griff, war dieser Griff. Wenn wir das bei Learning durch Demonstration machen, muss natürlich der Mensch das sagen, das war gut, das war schlecht oder weniger gut und so. Die Greifsimulatoren, die liefern uns die Qualität von dem Griff immer, zum Beispiel die Y-Metrik. Ja? So, und was wir haben oder was man realisieren muss, um so eine Greifsynthese, um Greifhypothesen zu erzeugen, müssen wir Folgendes machen. Also wir müssen irgendetwas mit diesen Daten zunächst mal oder diese Daten vorverarbeiten. Dann müssen wir das Modell lernen und dann müssen wir so einen nachgeschalteten Schritt, also Post-Processing machen, weil das, was wir gerade, die Daten, die wir generiert haben, seien sie vom Menschen oder in Simulation, nicht perfekt passen werden zur realen Welt. Ja? Die werden nicht passen, weil der Roboter anders aussieht oder weil die Kinematik des Menschen anders als die Kinematik vom Roboter und so weiter und so fort. So, das heißt, wir haben Kamerabilder, wir machen Pre-Processing, ja? Wir lernen unser Modell, dann Post-Processing und dann am Ende von dieser Pipeline sollen wir die bestgerankte Greifhypothese vor ein Objekt bekommen. Und wie ich bereits erklärt habe oder erwähnt habe, kann man hier generativ, diskriminativ oder über Heatmaps vorgehen. Und wir fangen mit generativ, das heißt, das ist ja straightforward. Wenn man tatsächlich Deep Learning vor Greifen macht und die Idee hier, wir haben kein Pre- und Post-Processing in dieser Pipeline, ja, also bei generativen Modellen, sondern die Kamerabilder, die werden direkt an das Netzwerk weitergegeben, beziehungsweise das neuronale Netz wird damit trainiert und das beste Griff gelernt. Das heißt, wir haben Kamerabilder, wir haben ein neuronales Netzwerk und das neuronale Netz hier generiert für uns den besten Griff für das Objekt. Es gibt hier mehrere Architekturen, die bekannt sind. Normalerweise sind so Netzwerkarchitekturen, die aus mehreren convolutional Layers bestehen, gefolgt sind von mehreren fully connected Layers. Das heißt, die Architektur von diesen Netzen, die sieht in der Regel, also generative Methoden für Greifen, Kamerabilder, Convolutional Layer, dann zwei Fully Connected Layer und dann die Greifpose. Das ist tatsächlich
was bei allen Architekturen, die man kennt, hier diese Art und diese generativen Methoden vor Generierung von Griffen erzeugen. Und ich will hier genau eine Methode erklären, die wir 2008 entwickelt haben in der Gruppe. Das ist eine Bachelorarbeit eigentlich von dem ersten Autor hier von diesem Paper auf der ICRA-Konferenz 2018. Und die Idee ist eigentlich, wie ich gerade erklärt habe, wir haben ja irgendwelche Kamerabilder, zum Beispiel RGBD, das sind Tiefenbilder hier, die gehen hier über zwei convolutional layers, dann drei fully connected layers, wie wir sehen, und dann kriegen wir hier einen Griff. Das ist ja fast eine Magie, oder? So, und wie funktioniert das Ganze? Ist klar, also das ist eigentlich, was wir hier, das sind diese generativen Methoden, Kamerabilder, und wie wir gesagt haben, die Kamerabilder, die können RGB oder RGBD oder Punktwolken, in dem Fall haben wir Tiefen, wir haben Kamerabilder, wir haben hier die zwei Layer und dann kriegen wir einen Griff auf einem Objekt, was wir nicht kennen. Für das Objekt haben wir ja kein Modell, wir haben nur die Tiefeninformationen. Also das ist ein Tiefenbild von einem Objekt. Man sieht hier, das Objekt hier ist reingefittet hier in diese Repräsentation, damit wir sehen, was ist das für ein Objekt. Aber das Objekt kennen wir nicht. Wir haben das Modell von dem, oder das System hat benutzt das Modell nicht, um diese Griffe, die die Hand hier erzeugt, zu generieren. Und man sieht hier, der Mensch hat gerade das Objekt hier ein bisschen umgedreht und man hat gesehen, wie eigentlich der generierte, jetzt tun wir ein anderes Objekt hier. Das heißt, das ist hier eine andere Tiefeninformation und man sieht hier, wie die Hand dann mehrere Griffe hier ausprobiert, also der Ausgang von dem Netz, mehrere Griffe ausprobiert und dann den besten auswählt. So, und das Interessante ist dabei, was generieren wir eigentlich hier? Wir generieren, oder wie ist ein Griff hier beschrieben, ist nur die Pose. Also nur die Pose, also ihr habt es vielleicht bemerkt, wenn die Hand sich anpasst, die Finger bleiben so, wie sie sind, aber nur die Pose, wo die Hand sein soll, aus welcher Richtung. Und da werden wir gleich sehen, warum. Ja, warum nur die Pose entscheidend ist. Und das ist die 6D-Pose, also die Orientierung ist auch mit eingeschlossen, aber nicht die Fingerkonfiguration. Ja? So, wie funktioniert das Ganze? Naja, man muss ja trainieren. Man muss Daten zunächst mal generieren. Und das ist hier das Training. Das sind Objekte, die wir kennen natürlich. Und wenn wir diese Objekte und ihre Modelle haben, dann können wir zum Beispiel einen Greifplaner benutzen und generieren wir diese Griffe. Ihr könnt euch erinnern vielleicht an den medialen Achsenplaner aus der Robotik 1 Vorlesung. Das ist hier eine abgewandelte Version davon, aber alle diese grünen Linien, die hier von der Objektoberfläche weggehen, sind Annäherungsrichtungen an das Objekt. Ja. Aber wir können jetzt hier für dieses Objekt mehrere Ansichten nehmen, ja, zum Beispiel durch Randomisieren. Der schläft gerade hier, der die Frage gestellt hat oder hat die Augen zugemacht. Ja. Und Greifinformation. Und diese Greifinformation ist für diese Hand hier vom Roboter die Greifpose, also die Handpose beim Griff und die Konfiguration der Finger. Aber wichtig ist die Handpose. So, und das Gleiche machen wir für andere Objekte. Da sieht man hier Tassen, da sieht man hier eine Schaufel und einen Hammer und so weiter und so fort. Und dieses Bild hier von der Tasse, wie gesagt, wird zunächst mal vom Netz hier genommen, geht über diese kompletten Layers von dem tiefen neuronalen Netz, um den Griff, was wir vorher gesehen haben, zu erzeugen. Das ist das Training. Die Ausführung ist natürlich, wie wir gerade gesehen haben, wir kriegen irgendein Objekt auf dem Tisch hingestellt und wir erzeugen direkt einen Griff. Oder es wird direkt eine Hypothese oder ein Vorschlag für einen Griff erzeugt. Für dieses Objekt und für diese Roboterhand. Warum für diese Roboterhand eigentlich speziell? Warum nicht für eine andere Roboterhand? Das heißt eigentlich, die Daten, die wir zum Training benutzen oder die wir brauchen hier,
natürlich die Bilder von den Objekten und auch randomisiert und Orientierung und Position von den Bildern und ein Modell von der Hand, weil diese Griffe, die ich hier auf diesem Objekt erzeugt habe, die sind ja für diese arme Hand. Das heißt, wenn ich das jetzt für eine Dreifingerhand, wenn ich Griffe für eine Dreifingerhand erzeugen will, dann muss ich natürlich neue Daten erzeugen, und zwar wo ich natürlich Tiefeninformationen der Bilder, der Objekte habe, plus Griffe, die für diese Dreifingerhand generiert wurden in einem Simulator. So, also wie gesagt, das sind die Objekte, die stammen, ja, eine Frage, ja. Nein, weil du hast keine Informationen über die, also die Frage war, wenn ich nur die Pose lerne, kann ich diese Informationen nicht für andere Handy benutzen? Nein, weil du hast keine, du hast ja keine, du hast keine kinematische Information implizit in deine, in die Generierung von deinen Griffen verwendet. Hier wird sie automatisch mit verwendet, weil wenn wir Greifplanen hier mit der AMA 3 Hand machen, dann haben wir ein Modell der Hand. Dann kennen wir eigentlich die Kinematik der Hand sehr genau, genauso wie das Objektmodell. Aber wir lernen hier die Pose, weil wir eigentlich die Kinematik der Hand kennen. Und wenn wir die Pose haben, dann können wir, natürlich die Kontaktpunkte mal berechnen, ja? Basierend auf Vorwärtskinematik. So, das sind die Objekte oder eine Auswahl von den Objekten von der KIT Object Database und Yale, CMU, Berkeley. Ich habe Columbia immer gesagt, Entschuldigung. Aber YCB heißt das, ja. YCB, also Yale, CMU, Berkeley Object and Model Set. Und was wir machen hier in dem CMOX Simulator hier, und zwar der Skeleton-Based Greifplaner, das ist unwichtig. Lernen wir eigentlich diese Griffe auf die, oder generieren wir Griffe auf Objekte. Wir haben 12 Objekte verwendet in diesem Paper oder in dieser Veröffentlichung, und für jedes Objekt haben wir 250 Griffe in Simulation berücksichtigt. Ja, also die besten 250 Griffe, die der Simulator für jedes Objekt erzeugt hat. Und das sieht man hier, also wie gesagt, das sind hier die Annäherungsrichtung und die Orientierung der Hand, das sind die zwei mehr oder weniger erste und zweite Eigenvektor, wenn man im Eigengrasp-Notation mal denkt. Aber das ist hier der Skeleton-Based Grasp-Planer. Und die Griffe hier, die Griff-Pose, die ist eine 6D-Pose. Also einmal die Position der Hand, also nicht die Kontaktpunkte der Finger auf der Oberfläche von dem Objekt, sondern die Position der Hand und die Orientierung der Hand. Also ein sechsdimensionaler Vektor XYZ Roll Picho. Das sind die Griffe hier. Ja, also 250 Griffe dieser Art für diese 12 Objekte. Genau, und wenn man das hat, dann kann man jetzt hier noch die Daten, wie wir vorher gesagt haben, in Simulationen, also zum Beispiel in der AMA-X-Simulation hier, können man die Objekte vor der Kamera hinstellen, kann man die Objekte so zufällig drehen, beziehungsweise zufällig so ein Offset in der Position oder Abstand machen, damit man solche randomisierten beziehungsweise augmentierten Daten erzeugt für das Training. So, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, und da will ich das jetzt auf der einen Seite kompliziert aus Greifplanung Point of View Perspektive, aber nicht aus Lernperspektive hier. Das heißt eigentlich, was wir jetzt machen müssen, für die aktuelle Objektpose, die der Roboter gerade sieht, müssen wir einen Griff aus allen möglichen Griffen, die das Netz erzeugt, wählen, was am besten ist oder am ähnlichsten ist zu einem sogenannten Golden Grasp, was wir manuell definiert haben. Das heißt, von all diesen Griffen müssen wir einen sogenannten goldenen oder Referenzgrasp bestimmen und sagen, das ist hier, wie ich das sehe, also der Mensch, das ist, was ich meine. Damit ein neuronales Netz, was für euch macht, muss ihr das Problem für das Netz wirklich komplett lösen
Und dann ist es ins Netz nichts anderes als ein dummes Ding, was das wieder reproduziert. Entschuldigung, dass ich das so ausdrücke, aber heißt nicht, also soll nicht heißen oder soll das nicht verstehen, dass ich euch jetzt nicht ermuntere, neuronale Netze oder tiefe neuronale Netze zu verwenden, aber ihr sollt ein bisschen immer über das Problem nachdenken. Also, wir haben natürlich mehrere Griffe, die generiert werden für eine bestimmte Position von dem Objekt hier im Raum. Aus denen müssen wir den wählen, der am ähnlichsten ist zu dem Besten, den wir manuell bestimmt haben. So, und wenn wir das gemacht haben, gibt es so eine Penalty-Metrik, die Leute, die Interesse haben, die können das nachlesen im Paper. Aber was man hat hier, man hat diese Trainingdaten, man sieht hier irgendwelche Objekte, Tiefenbilder, also Depth-Tiefenbilder von Objekten, auch randomisiert, nicht immer an der gleichen Stelle. Und man hat pro Objekt jetzt diese Griffe. Zum Beispiel für diese Ansicht von dem Objekt habe ich diesen Griff. Das ist ein Training-Sample. Ja? Und insgesamt haben wir 5000 Samples pro Objekt, also insgesamt 60.000 Samples und so ungefähr 10 GB Trainingdaten für diese 12 Objekte. Nur damit man so ein bisschen die Dimensionen, also die Größenordnungen von den Daten, die man benötigt. Aber es ist natürlich billig, weil wir brauchen nur Bilder und wir brauchen nur Griffe, die man in Simulationen erzeugt. Also das ist ja. Und diese Bilder, natürlich, unser Ziel ist, Methoden zu entwickeln, die auf einem Roboter funktionieren. Und zwar auf einem Roboter, der autark, autonom im Sinne von, er hat alles an Bord. Ja, also er braucht jetzt nicht ein Rechenzentrum hinter sich von GPUs, um jetzt nur einen Griff auf eine Taxi zu erzeugen, sondern das soll tatsächlich so ressourcengewahr sein. Deshalb nehmen wir jetzt hier 200 mal 200 Pixel Bilder, wie man sieht hier auf dem Input Layer von diesem tiefen neuronalen Netz. Über Pooling und Normalization, wird das auf 100 mal 100 und dann, wie man sieht hier, auf 50 mal 50. Das sind hier auch die Tiefen der Convolutional Layers angegeben. Dann zwei Fully Connected Layers hier. Und dann am Ende Output Layer. Und man sieht hier, Output Layer ist sechsdimensional, weil was wollen wir als Output? Wir wollen einen Griff. Und der Griff ist eine 6D-Pose. Für die Hand, mit der wir trainiert haben. So, das heißt, am Ende kriegen wir unser XYZ-Roll-Picho genauso wie das, was wir hier hatten. Und zwar das Beste. So, und wie das Ganze funktioniert, ist nochmal hier dargestellt. Das heißt, wenn wir hier ein Bild nehmen und wir haben natürlich, wir trainieren das Ganze, dann oder es wird das so trainiert, indem wir basierend auf diesem Bild hier eine Inferenz bekommen, ein Ergebnis basierend auf Modellinferenz bekommen. Das vergleichen wir natürlich mit dem Label, was wir schon kennen in unseren Trainingsdaten. Man berechnet eine Kosten- oder Fehlerfunktion hier und natürlich hier basierend auf dieser Fehlerfunktion wird hier dieses Backpropagation mehr oder weniger, weil wir lernen letztendlich das Netz lernt auch die Gewichte, ja, zwischen den unterschiedlichen Neuronen und wenn natürlich diese Bewertungsfunktion klein genug ist, dann ist man zufrieden und sagt man, okay, jetzt ist mein Modell gut trainiert. So, das heißt, wenn wir jetzt hier mit den 12 Objekten und mit diesen 60.000 Samples hier das Netz trainieren, dann können wir eigentlich jetzt versuchen, das mal auszuführen. Und wie ich bereits gesagt habe, ausführen bedeutet, ein Objekt ist auf dem Tisch, ja, wie man sieht hier, und da soll der Roboter jetzt sofort ohne jegliche Greifplanung, Modellwissen von dem Objekt direkt hier einen Griff generieren. Wie ich vorher erwähnt habe, sind diese Griffe, da sie in Simulationen erzeugt wurden, nicht immer direkt übertragbar auf die Realität. Deshalb schalten wir oder muss man so einen Post-Processing-Step machen. Und bei diesem Post-Processing-Step müssen wir nur diesen Annäherungsrichtung, ja, oder Annäherungsvektor an das Objekt ein bisschen anpassen. Weil oft oder manchmal waren die
Greifposen, die man erzeugt hat, sehr, sehr dicht am Objekt, beziehungsweise innerhalb von dem Objekt, und manchmal waren sie weit weg von dem Objekt. Ja? Und deshalb nimmt man oder geht man hin und macht man so eine also eine Darstellung von diesem Objekt in Voxelform. Und prüft eigentlich Kollisionen der Hand für die generierte Griffpose, Kollisionen der Hand mit dem Objekt. Natürlich, wenn es eine Kollision gibt, dann müssen wir ein bisschen zurück entlang der Annäherungsrichtung uns bewegen, damit die Hand mit dem Objekt nicht mehr kollidiert. Und auf diese Art und Weise kann man also, wie man hier sieht, solche ungewünschten oder nicht optimalen Griffe, obwohl sie die besten im Sinne am ähnlichsten zu dem Referenz- oder Golden Griff waren, können wir sie so korrigieren, dass wir die Objekte zuverlässiger greifen können. Also, es ist ein Schritt, was man hier nachschalten muss, und da sieht man hier, wie das Ganze funktioniert, dass diese approximierte Darstellung von dem Objekt mit Hilfe von der 3D-Punktwolke, die wir haben. Und dann macht man hier kleine Würfelchen, die das Ganze hier abdecken, und prüft Kollisionen, weil wir haben ja ein Modell der Hand. Also wir brauchen ja ein Tiefenbild und ein Modell der Hand. Das ist das Einzige, was wir brauchen. Und da wir ein Modell der Hand haben, aber kein Modell von dem Objekt, deshalb hier die voxelisierte Darstellung hier von dem Objekt und die Prüfung auf Kollisionen zwischen Hand und dieser Würfel. Und die Hand so zurückziehen bzw. anpassen, dass es nicht mehr zu Kollisionen bei dieser Greifposition, an dieser Greifposition kommt. So, genau, das Ganze wird natürlich evaluiert in Simulationen und so weiter und so fort, dass diese inferierten Griffe zum Beispiel Force Closure Griffe sind, und das sind die Ergebnisse. Das sind die Ergebnisse für die Objekte oder Teil der Objekte, die wir hier verwendet haben. Das ist hier der Prozent von den kraftgeschlossenen Griffen, die hier, also die stabilen Griffe im Sinne von Force Closure. Und das ist eigentlich, bei wie viel von diesen Griffen musste man diesen Approach Vector Post-Processing Step durchführen. Also dieses Zurückfahren der Hand, damit die Hand nicht mit dem Objekt kollidiert, wenn die Hand in der generierten Greifpose platziert ist. So, das heißt hier 86%, hier 91% von diesen 70, da musste man hier diese Korrekturschritte hier machen. Hier weniger beim Tennisball zum Beispiel, aber bei anderen Objekten sieht man, dass man oft eigentlich diese Korrekturschritt durchführen muss, was ja auch naheliegend, weil, wie gesagt, das ist ja, die Realität unterscheidet sich ja von der simulierten Welt. Und wenn man das hat, dann kann man dem Roboter so eine komplexe Szene geben. Ich meine, ihr kennt ja die ganzen Szenen von den armen Robotern, und es mag jetzt für den einen oder anderen so aussehen, ah ja, aber für die Objekte hat uns der Tamim mal erzählt, er hat ja Modelle. Aber klar, also wir benutzen immer wieder die gleichen Objekte, aber in dem Fall werden die Modelle hier nicht verwendet, sondern es wird tatsächlich basierend auf dem Verfahren, was ich gerade gezeigt habe oder erklärt habe, gegriffen. Wir wollen das hier greifen, das ist die Tiefeninformation, da sieht man hier dieses Post-Processing, also Step, wenn der Mensch hier das Objekt dreht, die Hand passt sich an, und später wird man sehen, wie man diese Kollisionen detektiert und dann entsprechend den Griff adaptiert. Und wenn man das hier macht, gegeben ist ein Objekt, wir wissen nicht, was das ist, wir haben nur ein Tiefenbild von dem Objekt, und das ist der Griff. Das ist mit Bewegungsplanung, also es gibt ein Distance-Aware Motion Planning, Bewegungsplanungsalgorithmus, was hier auch Kollisionen mit dem Tisch und so weiter berücksichtigt. Und jetzt kommen andere Objekte anderer Form. Natürlich ist es noch einfach.
Ich hoffe, die Stelle mit dem Schwierigsten kommt noch, oder war das ganz am Anfang, wo der Tisch voll ist und wo man... Nee, kommt nicht. Das ist aber schade. Aber das muss ich euch zeigen, damit man sieht, dass das Ganze nicht nur für vereinfachte Szenen funktioniert, sondern für komplexe Szenen. Genau, und da sieht man hier eigentlich die Szene. Jetzt wollen wir, glaube ich, Salz hier greifen, soweit ich mich erinnere. Klar, hier, das ist nur für die Bewegungsplanung jetzt hier, diese komplette Rekonstruktion bzw. Generierung vom Modell der Szene. Und ja, und da sieht man hier, wie man hier für dieses Objekt, also Salz hier, Salzbox hier, den Griff mit Hilfe von diesem neuronalen Netz erzeugt und dann diesen Griff unter Berücksichtigung von Kollisionen mit anderen Objekten hier tatsächlich ausführt. Also das ist kein vordefinierter Griff auf diesem Objekt, sondern wirklich, was durch dieses Verfahren hier generiert wurde. Es gibt mehr Beispiele, aber ich glaube, ihr habt es kapiert oder verstanden, worum es hier geht. Also nur Tiefenbild und ein Modell der Roboterhand. Und dann muss ich natürlich sagen, welche Griffe die Referenzgriffe für euch sind, und dann könnt ihr damit eine ganze Menge machen. So, genau, ich wollte heute das Kapitel unbedingt schließen, sonst muss ich die Vorlesung nächstes Jahr in Grasping umbenennen. Ja, wäre vielleicht auch interessant, aber weil es gibt viel mehr zu erzählen zu dem Thema. Diskriminative Methoden, also das war ein Beispiel für eine generative Methode. Diskriminative Methoden, die bewerten eigentlich die Greifhypothesen according to sensor data. Und die Idee ist, dass wir ein Netzwerk haben, was für uns die Qualität von einem Griff basieren, die Qualität von einem Griff, obwohl wir unvollständige Informationen haben, erzeugt. Und klar, natürlich, das Netzwerk hier lernt dann komplett diese Information, die unvollständig ist und die notwendig ist für das Greifen. Und was man hier anders macht als strukturmäßig von diesen Netzen, wir haben gesehen, vorher hatten wir Kamera, also bei den generativen Kamera-Image, convolutional nochmal, fully connected nochmal, und dann hatten wir eine Greifhypothese. Und hier führt man die Hypothese hier, die Greifhypothese in diese fully connected, in den ersten fully connected Layer, und bekommt man eine Bewertung von der Qualität von dem Griff. Ja? Also nicht nur den Griff, den man ausführt, sondern wirklich eine Bewertung der Qualität. Und ein Verfahren hier, was sehr bekannt ist, ist dieses DexNet 2.0, oder inzwischen gibt es auch 3.0. Ja, Deep Learning to Plan Robot Grasps with Syntactic Point Clouds and Analytical Grasp Matrix. Ja, man sieht hier nochmal synthetische Punktwolken, also keine echten Punktwolken hier, aber analytische Greifplanungsmethoden, also ähnlich eigentlich zu dem, was wir vorher gesehen haben, um diese Daten zu erzeugen. Das sind hier die Objekte, da werden hier die Modelle trainiert, basierend auf diesen Objekten. Hier hat man Tiefenbilder, hat man die Greifhypothesen und die Kandidaten zunächst mal basierend auf was eigentlich? Basierend auf Simulation, natürlich, ja, basierend auf der Simulation hier trainiert man dieses Netz hier, und dieses Netz macht ein Ranking von den generierten Griffen. Also man bekommt tatsächlich hier ein Grasp-Score. Also es geht nicht nur um die Greifhypothese, die muss man vielleicht vorher mit einem Modell wie dieses generative Modell lernen, dann hat man diese Greifhypothesen. Und dann könnte man das hier weiterschalten, um eine Bewertung von den Griffen durchzuführen. Also hier, was ist der am robustesten Griff? Da bekommt man dann nur diesen einen Griff. Genau, wie werden diese Greifkandidaten generiert? Das ist sehr gripperspezifisch, also greiferspezifisch, genauso wie bei der generativen Methode von uns vorher.
Und man muss sich merken hier, dass das Modell, Greifkandidatenmodell, also was uns die Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Griff auf einem Objekt in der Position X hat eine gleichförmige Verteilung über gegenseitig liegende Punkte am Objekt, also auf beiden Seiten hier, die einen Griff, die eine Achse für einen Griff definieren, parallel zu der Tischoberfläche. Ja, also das heißt eigentlich, das sind ganz starke Annahmen, die man macht, dass die Objekte immer auf einem Tisch, man nimmt an, die Objekte sind auf einem Tisch und diese Punkte, die sind also gleichmäßige Verteilung, also das Modell, was sie berücksichtigen oder verwenden, ist oder hat eine gleichförmige Verteilung von Punktpaaren auf zwei gegenüberliegenden Kontaktpunkten auf der Objektoberfläche, die eine Achse definieren, die parallel ist zu der Achse des Griffs. Und das natürlich parallel zu der Table Plane. Ja? Das heißt, das sind sehr stark, das heißt, dieses Methode oder dieser Algorithmus, der funktioniert nur, wenn die Objekte tatsächlich auf einem horizontalen Tisch liegen und es generiert nur Griffe, die nur parallel, wo die zwei Punkte hier parallel zur Fläche vom Tisch sind. So, genau. Heatmap-basierte Methoden, das ist die dritte Variante, also ich kann nicht auf diese hier diskriminativen genauer wie bei der generativen und auf Heatmap, aber nur zur Erklärung. Man sieht hier der Unterschied bei diesen Heatmap-basierten Methoden, dass man für jedes Pixel im Bild so eine Wahrscheinlichkeit, eigentlich die Affordanz von diesem Pixel. Also Affordanzen sind so die Interaktionsmöglichkeiten von einem Agent mit der Umgebung. Also zum Beispiel hier, ich kann das hochheben, ich kann mich hier stützen. Und da geht man hier pixelweise und fragt man sich, welche Pixel im Bild kann ich überhaupt greifen, mehr oder weniger. Oder which pixels afford grasping. Ja? For each pixel in the input image, wir bewerten auch die Greifqualität für jedes Pixel, natürlich Bildverarbeitungsmethoden. Wir suchen dann die Pixel mit der höchsten vorhergesagten Erfolgsrate für einen Griff, weil wir kriegen ja mehrere Griffe wahrscheinlich für die unterschiedlichen Pixel. Und da hat man also Kamerabilder, neuronales Netz und ein Heatmap. Und dieses Heatmap gibt uns alle Pixelregionen im Bild, wo wir überhaupt dort Griffe ausführen können. So, und das ist die Architektur. Also es gibt hier sogenannte Deconvolutional Layers, also statt diese Full Connected Layers, zwei Convolutional und zwei Deconvolutional Layers. Und das ist hier ein Beispiel aus 2016, wo man die Input-Daten hier als von RGBD-Kameras nimmt. Man nimmt die sowohl die Bilddaten RGB, die Tiefeninformation und Ground Truth Pixel, das heißt Ground Truth Affordanzen. Das heißt, dass man sagt, okay, welche Pixel sind hier greifbar bzw. nicht greifbar? Das ist ein Teil von einem Griff an einer Tasse oder ist ein Teil von einer Fläche. Deshalb muss man das mit eintrainieren, also deshalb muss man Daten generieren. Es kommt nichts ohne irgendwas reinzutun. Das ist Informationserhaltungssatz. Ja. Und dann hat man hier diese Convolutional und Deconvolutional Layers. Und dann bekommt man am Ende diese Heatmaps. Also das sind Regionen im Bild, wo du greifen kannst. Man sieht das hier anhand von diesen zwei Beispielen. Und das ist hier nochmal ein Ergebnis aus diesem Paper, Affordance Prediction, also die Ergebnisse der Prädiktion von Affordanzen. Das heißt hier, ich kann hier greifen, wie man sieht an dieser Säge. Ich kann hier schneiden mit dieser Schere, das ist eine Schere und mit diesem Teil kann ich schneiden.
Hier, ich kann mit diesem Teil hämmern. Und hier, was ist das eigentlich? Könnt ihr sehen, was das ein Objekt? Schaufeln. Ich kann mit diesem Teil hier schaufeln. Aber das ist keine Magie, weil in den Trainingsdaten hat man natürlich diese Pixel annotiert von den Bildern und hat gesagt, okay, mit diesen Pixeln, diese Pixel kannst du greifen, diese, mit diesen Pixeln kannst du hämmern, mit diesen Pixeln kannst du schneiden, also mit diesem Teil vom Objekt und mit diesem Teil vom Objekt, aber mit diesen Pixeln, die diesen Teil vom Objekt darstellen, kannst du hier schaufeln. So, mehr will ich eigentlich hier zu dem Thema nicht erzählen. Ich will, es gibt hier ein paar Ergebnisse, wie man sieht, auch aus dem gleichen Paper hier. Und das sind hier die, das ist, sag ich mal, das Beste, der Beste oder der Griff, der hier erzeugt wurde. Man clustert natürlich das Ganze hier und dann muss man so irgendwelche Formen reinfitten, damit man letztendlich den Griff erzeugen kann. Mehr wollte ich zu dem Thema, also ich würde liebend gerne über das Thema weiterreden, weil es gibt noch viel, was man erzählen kann und es gibt noch viel zu lösen. Ja, also ihr sollt nie glauben, dass das Problem des Greifens gelöst ist. Ja, also nicht mal für Backengreifer, also ich rede nicht nur über humanoide Roboter-Handy oder anthropomorphe Roboter-Handy, aber auch für die einfachsten Greifer ist das Greifproblem bei weitem noch nicht gelöst. Es gibt noch viel zu tun, nicht nur jetzt, welche Architekturen von tiefen neuronalen Netzen man verwendet oder verwenden soll, um Griffe auf unbekannten Objekten Griffe für unbekannte Objekte zu generieren, sondern wirklich konzeptuell, wie geht man an das Problem ran? Ja? Ist es korrekt, wie wir bis jetzt das so behandeln? Klar, am liebsten, dass man mit so wenig wie möglich Wissen zuverlässige, robuste Griffe erzeugt, und zwar für jedes Objekt in beliebigen Umgebungen, in beliebigen Situationen. Deshalb hoffe ich, dass euch zumindest das Thema hier ein bisschen so anzieht und dass wir hier einige Karlsruher Studenten haben, die in der Zukunft das Gebiet auch hier noch weiter vorantreiben. Damit will ich das Kapitel Greifen beenden. Bedanke mich und die Vorlesung auch für heute. Bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns am nächsten Montag mit dem Thema Active Perception. Ja?